Hallo und herzlich willkommen zurück zu Neverwinter. Ich bin Mr. Katafi, euer kleines Hühnchen. Und wie ihr seht, es ist dann noch immer die Katastrophe, denn es fehlt noch eine Sache. Eine Sache müssen wir uns noch angucken. Wir haben uns beim letzten Mal ausführlich damit beschäftigt, welche Quests man hier in diesem Event absolvieren kann bis zum 14. April. Wir haben uns die Händlerin angeschaut, welche besonderen Gegenstände wir hier kaufen können und welche Quests wir dafür absolvieren müssen, um an die Hühnerfedern und an das Hühnerfutter zu kommen. Und eine Sache, eine wichtige, in Hühnerfüßen gesprochen, gibt es noch. Denn ich bin ja normalerweise kein großer PvP-Fan, das wisst ihr ja, aber im Rahmen dieses Events gibt es auch ein PvP-Event, welches mir sehr gut gefällt, und zwar das Geflügelgemetzel. Ein Hühner-PvP-Ereignis, bei dem wir die Rollen, die wir in den Quests, die wir uns beim letzten Mal angeschaut hatten, beim Hunomanten konnten wir hier entsprechend diese Quests absolvieren, um die verschiedenen 5 Rollen kennenzulernen, nutzen müssen. Und auch, wir haben die Rollen ja in der Ereignis-Warteliste Huhnheimliche Kanäle kennengelernt, das haben wir uns auch beim letzten Mal angeschaut. Wie gesagt, jetzt wollen wir uns das PvP-Event anschauen. Dafür gehen wir auf Spieler gegen Spieler und dort steht ganz, ganz oben das Geflügelgemetzel. Und da gehen wir jetzt rein und haben ein bisschen Spaß als Huhn, würde ich sagen. Und dieses Event hat nicht nur sehr viel Spaß, sondern auch die beste Musik überhaupt. Ich bin ein pyromanischer Piepmatz. Los geht's. Und wir müssen Capture the Flag. Altbekanntes Prinzip. Und wer am meisten Herrschaftspunkte hat, gewinnt. Und jetzt müssen wir natürlich gucken, dass wir hier alle bösen, feindlichen Hunas töten, bevor sie hier auf uns Probleme bereiten. Das passt ja eigentlich ganz gut zu DuckDuckGo, was wir jetzt letztes gespielt haben, ne? Das ist ja doch eher... Oh Gott, ich hätte dich töten müssen. Da ich bin der Sniper-Huhn, da muss man natürlich ein bisschen aufpassen, dass ich hier töte, bevor das Huhn da abhauen kann. Und dann gibt es natürlich auch... Oh, sehr gut. Na, 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 na. Gehst du weg? Au, au, au. Oh, 2, das ist nicht gut. 2 ist nicht gut, 2 ist nicht gut. Nein, lauf, Huhn. Lauf, Katerhuhn. Oh Gott, oh Gott. Allein, ich möchte nicht allein. Ui. Miau. Ui. Feuerzonen. Au. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht unsere Zonen hier verlieren. Na, hast du dich geheilt? Du verdammtes Heilhuhn, stirb! Nimm mein brennendes Korn. Ich nehme dich aufs brennende Korn. Haha! Getötet it! Und Ultimate! Haha! Getötet it! Sieht gut aus. Muss ich aufpassen, ich habe nicht so viel Lebensenergie. Und der nächste Picker kann das Ende sein. Mein nächster Treffer ist das Ende. Oh Gott. Du. Verdammt, nicht getroffen. Falsch. Oh, dude. Auf, auf. Schnell wieder rein in den Kampf. In den Huhnerkampf. Oh, vielleicht nicht alleine. So, jetzt. Bald Huhner-Powers. Aha, getötet ist. Gepickt. Rot gepickt. Pickt sie tot! Na, jetzt stirb doch mal! Ach, so viel Feuer hier, so viel Feuer hier! Aua, aua, aua! Nicht, nicht, nicht! Veto, veto, veto! Au, au, au! Und ist dann... Tot gepickt! Ach, die Mücke ist so geil!
Die Wiederbelebungszeit ist so lange. Wir können ja mal eine andere Rolle nehmen. Dann nehmen wir mal jetzt hier einen Schatten. I'm the Shadow. Ich bin der Schatten, der die Nacht durchflattert. Bleib mal stehen. Na, jetzt bleib mal stehen. Ich weiß gar nicht, was mein Schattenhuhn eigentlich kann. Das ist ein bisschen das Problem. Ich weiß gar nicht, was das kann, das Schattenhuhn. Was machst du denn? Muss man vielleicht mal durchlesen. Das ist so das Ding. Man müsste sich die Rollen vielleicht vorher einmal durchlesen. Oh mein Gott. Ich bin unsichtbar. Okay, ich glaube, ich hoffe, dass ich bald tot bin, damit ich die Rolle wieder wechseln kann. Ich finde die unverständlich. Was kann ich eigentlich? Hat's für PvE und Verteidigung gestärkt. Okay, das ist mir egal. Bleib bei meinem Feuerhuhn. Mein Feuerhuhn ist das Beste. Feuerhuhn ist das Beste. Das ist, glaube ich, das Verstoß. Das war das Shadowhuhn. Das war das andere Wort Verteidigunghuhn. Das ist das Shadowhuhn. I'm the Shadow. Ich kann Tarnkappenhuhn. Ich tauche unter. Dann kann ich hier Eierbomben, greife mit Eierbomben an und getarnte Glucke, 50 Unsichtbarkeit und machen Doppelpicken, machen wir mehr Schaden. Oh, das war falsch. Verdammt. Komm, 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 komm. Und hier ist irgendwo ein Huhn drauf. Da. Da ist ein unsichtbares Huhn. Nein! Das böse Huhn aus hat mich getötet. Es hat zu schnell seine Fähigkeiten verwendet. Da wäre ja auch ein Feuerhuhn viel besser. Ich finde, das Feuerhuhn ist wirklich am besten. Ich weiß nicht. Ich finde, das Feuerhuhn ist am effektivsten. Das macht am meisten Bumm. Ich merke das mehr. Jupf. Ja, Feuerhuhn. Wenn wir hier oben den Wicht wegwichten. Mehr. Aha. Getötet. Mein Gott, was ist denn hier passiert? Was ist denn hier passiert? Oh mein Gott, lauf. Lauf. Dann lauf. Lauf, mein Lieben. Und dein Hühnerleben. Und dein Bürzel. Feuer, Feuer, Feuer. Nein, nun kommst du nicht. Das Schöne, weswegen ich dieses PvP halt mag, es ist halt insoweit fair, weil es nicht um Werte und sowas geht, sondern es geht hier auch wieder nur um Fun. Fun, Fun, Fun. Und alles, was ihr irgendwie an Skills oder an Ausrüstung oder irgendwie sowas macht, alles keinen Unterschied. Und zur Not, das ist auch das Schöne, ihr könnt einfach on the fly wechseln. Wenn ihr merkt, dass die Gegner, das ist ja das Ding, was ich bei PvP halt immer so doof finde, wenn die Stun-Chains haben oder irgendwie sowas, oder halt die perfekten Klassen und ihr habt das Pech, wenn ihr jetzt eine doofe Klassenkombination bekommen habt oder irgendwie sowas, oder die halt einfach die bessere, dann könnt ihr einfach die Rollen wieder hier tauschen, on the fly. Und das finde ich halt so viel angenehmer in diesem PvP hier. Weil es damit so viel fairer ist. Oh mein Gott. Lauf, Kadhafi. Feuer, Feuer, Feuer. Viel mehr Feuerzonen. Du unsichtbares Huhn. Stirb. Stirb, ein qualvollen Picktod. Oh Gott. Ich hab mich selbst getötet. Nein, nee. Ich dachte, ich hätte mich selbst getötet. Weil das muss man natürlich aufpassen. Hiermit schadet man halt auch sich selbst Schaden. Macht sich immer. Man macht sich damit auch selbst Schaden. Das wollte ich sagen. Und war zu blöd zum Reden. Aha. Nieder mit ihnen!
Fangt sie! Aha! Hier muss ich mal ein bisschen gehen, ich bin nämlich fast tot. Ist hier ein heiler Huhn in der Nähe? Nope. Da ist ein heiler Huhn. Frank! Unser Team hat fast gewonnen! Nieder mit dem Huhn! Au, au, au. Nieder mit ihnen! Huhn sie nieder! Wenn dieser Staat nur dieses Huhn-Ding machen würde, wäre fantastisch. Oh, Lauf, Kadavi. Von hinten erschossen. Aber wir haben gewonnen! Yay! Wir kriegen aber, wie ihr seht, die normalen Belohnungen für PvP. Ruhm, Siegel des Triumphs und Rohastral-Diamanten. Und deswegen ist es halt als extra Video gedacht, weil es nicht zum regulären Event dazu zählt. Ihr kriegt hier keine Kampagnenwährungen, sondern es geht hier wirklich einfach nur um den Spaß. Und ihr könnt euch hier ein bisschen Ruhm und Siegel des Triumphs und sowas erfarmen. Und wenn ihr möchtet, natürlich auch. Ich glaube, das ist auch die Siegens-Achievements, um die Siegen, die PvP-Siegen zu bekommen, müsst ihr ja gewisse Achievements. Ach, das muss man doch. Muss man das noch machen? Das muss man gar nicht mehr machen, ne? Oder muss man das noch machen? Ich weiß nicht. Ihr seht, ich spiele kein PvP. Ich habe keine Ahnung. Doch, genau. Man muss noch Achievements machen. Und die kann man hier, ich glaube, die kann man sich hier dann dementsprechend auch mit erarbeiten. Ich mache das zum Spaß. Ich spiele das nur zum Spaß. Es macht unfassbar viel Spaß und ich würde mich freuen, wenn sie das häufiger und länger drin lassen würden, weil das ist PvP, das einfach nur lustig ist. Und es ist halt viel fairer als das normale PvP. Aber das ist meine Meinung. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Gerade dadurch, dass es vielleicht auch die normalen PvP-Belohnungen gibt, ist es für den einen oder anderen besonders interessant. Gerade vielleicht auch für Einsteiger ins PvP. Wer weiß, wer weiß. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Euer Hühnerkaninchen. Bekork! Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Abonnentchen. Bist du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke!